sind die anderen alle? Ich weiß es nicht. Sag mal, gefällt dir die Musik? Ja, die ist gut. Willst du dich hinsetzen? Sicher. Jesse? Weißt du, ich mag dich total gern. Ja, ich finde dich auch nett. Ted, warte. Ted, warte. Hey! Wir holen uns was zu essen. Jesse, willst du mitkommen? Ja, klar. Na los. Such dir doch ein anderes Opfer, bis wir wieder da sind. Hast du deine Kreditkarte? Oh, weißt du was? Ihr geht schon vor und wir treffen uns auf dem Parkplatz. Nein, ich warte hier auf dich. Nein, das ist nicht nötig. Steven bringt dich zu deinem Auto. Ja, Steven bringt dich zu deinem Auto, Karen. War nett, dich kennenzulernen, Judy. Dich auch. Steven, ich hoffe, ich sehe dich mal wieder. Und du, Darling? Du rufst mich morgen an. Ja, sicher. Ich ruf dich an, Judy. Was führt dich an einen solchen Ort? Weißt du, das Gleiche wollte ich dich gerade fragen. Wirklich? Ja. Mich hat es nur zufällig nach Chicago verschlagen, also habe ich kein Recht mitzureden. Was ist mit dir? Magst du den Winter? Oh, niemand aus Chicago mag den Winter. Bist du dir sicher? Hast du eine Abstimmung durchgeführt? Nein, ich denke nur... Keine Sorge, ich ziehe nur Leute auf, die ich mag. Es tut mir sehr leid, ich bin wirklich keine sehr gute Gesellschaft. Du bist eine großartige Gesellschaft. Ich bin normalerweise nicht... Naja, ich bin schon eine ganze Weile nicht in sowas gewesen. Es ist... das ist mein Auto. Also, danke für deine Begleitung. Die Luft hat gut getan. Hör zu, möchtest du noch irgendwo hingehen? Auf eine Tasse Kaffee? Ich weiß es nicht. Ich sollte wirklich langsam nach Hause gehen. Ja, natürlich. Hör mal. Du könntest genauso gut... in einer halben Stunde nach Hause gehen und das wäre auch nicht schrecklich. Ich weiß, es ist nur so, dass... Du bist einfach absolut die zauberhafteste Anwältin für bürgerliches Recht in ganz Chicago. Ich werde jetzt nach Hause gehen. Warte noch eine Sekunde. Entschuldige. Ich muss einfach kurz aufhören. Okay. Ist alles in Ordnung? Ja, ich habe nur das Gefühl, dass du... Was? Ich finde es ganz toll, was du da versuchst. Nur manchmal funktioniert das so nicht. Aber ich versuche doch gar nichts, Lily. Rick, weißt du was? Es sollte irgendwie kein Ziel sein, nicht?
Wieso sollte ich dich lieber nicht beachten? Aber du beachtest mich jetzt auch nicht. Du machst dir Sorgen, was dabei herauskommt. Ich kann nichts richtig machen, oder? Rick, hör doch. Das sage ich nicht. Ich will einfach nur mit dir zusammen sein. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Dann sei mit mir zusammen. Ich bin hier. Du bist nicht hier. Du bist eine Million Meilen entfernt. Ich verstehe nicht, was sich bei dir abspielt. Ich weiß nicht, was du willst. Ich weiß wirklich nicht, worüber du dich beschwerst. Ich beschwere mich über gar nichts, Rick. Naja, was ist dann eigentlich los? Ich meine, du hast aufgehört. Oh nein, ich habe nicht aufgehört, um mich zu beschweren. Oh Gott. Musst du immer alles so schrecklich komplizieren? Wir sind seit fast einem Monat mal eine Nacht allein. Ich weiß nicht, wieso es jetzt schiefgegangen ist. Die Zeitfalte. Oh ja. Ich hatte immer gedacht, das sei ein Buch über Albert Einstein, der in seinen Klamotten eingeschlafen ist. Das liegt daran, dass du so dämlich bist. Ich bin extrem dämlich. Mhm. Ich werde dich in der nächsten Minute küssen. Und dein älterer Bruder hat dich immer geschlagen? Bis ich 15 war. Und dann war ich größer als er. Von dem Moment an habe ich mich gerecht. Ist es eigentlich zulässig, eine ganze Nacht lang so zu reden? Ja, ich denke, es ist sogar irgendwie bemerkenswert. Danke. Oh, ich habe Halsschmerzen. Das kommt daher, weil du so verdammt viel redest. Ich bin doch gar nicht zu Wort gekommen, entschuldige. Und dann in meinem dritten Jahr auf dem College und blablabla. Wie? Erzähl mir von den Kaninchen, George. Okay. Richtig. Also, wir können nicht zusammen sein, weil ich ein unreifer, schlechter Mensch bin, der noch nicht bereit ist für eine Beziehung. Richtig. Und wir können auch nicht ganz getrennt sein, weil, naja, weil wir zwei Idioten sind. Dann müssen wir also so weitermachen irgendwie? Ja, offensichtlich. Freunde? Freunde. Freunde, die sich gegenseitig die Kleider vom Leib reißen möchten. Und wie lange können wir das durchhalten ungefähr? Ein Tag? Anderthalb Tage? Vielleicht zwei? Vielleicht drei? Vielleicht eine Woche? Naja, Wunder sind möglich. Oh. Hör mal, du. Du musst jetzt zulassen, dass ich dich küsse. Mm-mm. Gut, ich sag es dir, du bist eine üble Person. Ja. Durch und durch gemein.